Eine Explosion hallte durch die Nacht. Und damit Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Zum achten Tag des Winters des zweiten Jahres. Die Geister haben heute auch wieder keinen Bock. Wenn du genügend Platz ist, dann ist möglich, dass euer Tier Nachwuchs bekommt. Ja, Nachwuchs, immer schön. Ja. Mehret euch, mehret euch. Ich will nochmal kurz nachzählen. Also die zwei, es fehlen echt nur noch zwei Rezepte. Oh, die will ich jetzt kennenlernen. So, oh, Shane. Hey, Peter. Und da ist Kaviar. Ich habe zwei Eintrittskarten für das Tunneler-Spiel heute Abend. Okay, interessiert mich nicht. Ich habe heute zu tun, Mann. Triff mich gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle. Okay, dann kommen wir halt mit. So, Peter trifft mich heute Abend. Ja, okay. Ist ja gut. So, Sardelle-Laich. Ah, ne, Laich. Wir brauchen einige Seetang. Wir brauchen einige Seetang. Bringe Seetang. Okay. Diese können in mein Einmachglas gelagert werden. Ich bring den jetzt mal Seetang. Okay, hier bitte. Seetang, Seetang, wir sind glücklich. Ach süß, dann springen die raus. Cool. Okay. Schmeiß ich mal rein. Einmachglas. Vielleicht passiert was. Vielleicht kriegen wir dann das Kaviar oder so. Oh! Ein Iridiumstein. Ich weiß nicht, ob ich den abbauen soll. Ich finde den cool. Ja, ist ja gut. Ich streiche euch ja alle. Ach, guck mal, das Neugeborene hat schon ein Herz. Krass. Nee, Moment. Hä? Alter, ein Monat. Alter, zwei Monate. Zwei Monate. Nee, das Neugeborene hat null Herzen. Scheiße. Habe ich alle? Ja. Ach, geil, Mann. Iridium-Meteoriten. So, okay. Das war das Haus, was nicht voll ist. Das war's. So. Alter, drei Monate. Cool, wir haben schon drei Monate Tiere. Das kommt mir gar nicht so lang vor. Okay, wir haben auch eigentlich erst letzten Monat angefangen, die Viecher zu streicheln. Also, So, wie mache ich das dann jetzt mit dem Zäunchen? Also hier unten kann ich es abreißen. Weil ich will hier einen Pflastersteinpfad noch drin haben. So. So. Okay, Zäune sind weg. Dann kann ich hier den Pfad runter machen. Und ich glaube, ich mache die Zäune hier hoch. Durch den Pilz. Dann geht der Pilz kaputt. Ich weiß nicht, aber es... Ich weiß nicht, wie das besser aussehen wird. Eigentlich schon, wenn hier eine Lücke dazwischen ist. Und nicht, wenn der Zaun direkt neben dem Gewächshaus durchgeht. Oder wenn er bis dahin geht? Fest des Eises war heute. Oh, stimmt. Ah, blöd, dann verpassen wir leider das Konzert oder was auch immer Shane mit uns vorhatte. Blöd gelaufen. Ah, dann können wir auch keine Geschenke loswerden. Nur blöd gelaufen. Ah. Egal. Tor. Tor stellt sich her durch 10 Holz. Also komm. Kann ich uns wegschmeißen. Ja, gehen wir einfach zum Fest. Ja. Die Geister sind heute eh unglücklich, also... Zack, zack. Dann gehen wir mal da runter. Und wir müssen sprechen mit... Harvey, Alex, Sebastian, Elliot. Nur mit 4 Leuten. So, ja, hi. Ja, Eisfischen. Willi ist kaum zu schlagen. Ach, blöd. Jane haben wir, Harvey. Da ist Alex. Alex, Mann, wo warst du gestern? Alex ist auch. Da ist Harvey. Moin, Harvey, alte Socke. Na, ja, vergnüg dich. Mach ich auf jeden Fall. Und Sebastian. Na, kalt? Dir ist nicht kalt? Okay. So, dann würde ich jetzt gerne angeln. Ja, wir sind bereit. Und diesmal will ich effektiv teilnehmen können. Was war denn der Grund, warum wir letztes Jahr nicht
nicht teilnehmen konnten. Weil ich festgesteckt bin, ne? Ja, lasst uns beginnen. Kandidat neuer Ziele, ja, also viele Fische. Mhm. Okay, jetzt sind alle bereit, klar. Los! Okay, so. Das passt. Ja, 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 ja. Nein. Ja. Cool. Okay, Fisch Nummer 1. Ja, das wird. Eine Alge. Ist nicht so cool. Okay, Fisch Nummer 2. Komm, wir müssen Willi abziehen. So, warte, nochmal. Ach, so eine Scheiße. Gib mir Fische. Wie viel brauche ich? 5? 6? Ich glaube 5. In 2 Minuten kann man nicht so viel fangen. So, perfekt. Ach, gib perfekt doppelt so viele Punkte. Nee. Blöd. Komm schon. Zieh einen raus. Ja. Ach, die sind so schön einfach zu fangen. So, perfekt. Das war Nummer 4. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Oh, Willi hat auch gerade angefangen. Scheiße. Ich glaube, wir brauchen echt 6 Fische. Komm schon, noch ein. Komm schon, bevor Willi einkriegt. So, nice. Yes. Fang den alten Fisch. So. 6 Stück und haben wir gewonnen? Ich glaube schon. Boah, das sind eine Menge Fische, Mann. Boah, dieser Geruch. Muss kurz kotzen, Mann. Ja, also auf jeden Fall, Peter hat gewonnen und ja. Oder hat er? Ja, mit 6 großen schleimigen Fischen. Easy, hier ist dein Preis. Ein Matrosenhut, okay, ja, okay, cool. War cool, ja, ist beendet, alles klar. Lass mir den Fische frei. Nein, nehme ich mit. Will ich kochen. Ach, shit. Okay, und dann ist jetzt Spätabend. Ich kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Ja, 22 Uhr. Okay, gehen wir nicht mit Shane mit aufs Festival? Nö. Tja, schade. Wir haben keine Angel dabei. Na gut. Dann schmeiß ich mal alles hier rein, oder? Ja. Okay. Dann, ja, das war's das mit dem Part zwangsweise. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.